Jetzt, meine Damen und Herren, kommt ein junger Mann, der war vor kurzem schon bei uns. Damals ist gerade sein letzter Kinofilm erschienen, Nicht mein Tag, so heißt er, der läuft auch noch in den Kinos. Heute ist er schon wieder da, weil er neben Matthias Schweighöfer, einer der fleißigsten im Business ist. Die beiden machen, man hat das Gefühl, alle Filme, die in diesem Jahr erscheinen, werden nur entweder von Axel Stein oder Matthias Schweighöfer-Umlauf gemacht. Und das Gefühl, das täuscht sie nicht, meine Damen und Herren. Hier ist Axel Stein. So, Axel Stein. Großartig. Axel Stein, meine Damen und Herren, danke. Ist doch gut, ist doch gut. Ist doch gut. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Axel. Stefan, sag mal, grüß dich. Du bist ja unglaublich fleißig. Was ist los? Tja, Stefan, was soll ich sagen? Ja. Von nichts kommt nichts. Du hast Nicht nur einen Tag gerade erst vorgestellt, jetzt schon ein neuer Film, in dem du aber gar nicht mitspielst. Genau. Sondern bei dem du nur Regie geführt hast, dein Regiedebüt. Erzähl uns, was das ist, bitte. Das ist ein Horrorfilm, den habe ich jetzt vor knapp 2 Jahren gedreht. Und ja, das ist mein Regiedebüt. Ich hatte Bock auf einen Horrorfilm und das hat sich so ergeben. Und wir laufen jetzt gerade auf der Berlinale. Was heißt auf der Berlinale? Berlinale? Ich weiß, was die Berlinale ist, aber es gibt ja bei der Berlinale. Ja, gibt es ja so Filme, die in den Hauptkinos laufen. Ist dein Film einer der 409 Berlinale-Filme? Genau, es gibt eine Kategorie, die heißt Perspektive deutsches Kino. Vielleicht sind es auch nur 406. Irgendwas, die Zahlen. Also wie gesagt, Perspektive deutsches Kino und da laufen wir. Also quasi neue deutsche Talente. Könntet ihr theoretisch einen goldenen Bären gewinnen? Nein. Will ich auch gar nicht. Warum nicht? Weil ihr nicht im Wettbewerb lauft? Nee, wir laufen nicht in diesem Hauptwettbewerb. Nee, genau. Aha, aber auf der Berlinale oder was? Ja, genau. Ja, ja, da haben wir morgen Weltpremiere und ja. Ich bin ganz schön aufgeregt. Was ist das für ein Style? Kann man das verraten? Das ist ja jetzt nicht so 30 Millionen Budget Kino, sondern 900 Milliarden. Ja. Haben wir aufbringen können. Nee, ich habe einen Film gemacht, zwar ist es so, das nennt sich Found Footage. Geht so in die Richtung von Paranormal Activity und Blair Witch, weil ich da tierisch drauf stehe. Ja. Und das hat bisher noch keiner in Deutschland gemacht. Und ich habe die Möglichkeit natürlich dann somit ergriffen und diese Lücke geschlossen. Okay, wir schauen uns vielleicht mal einen kleinen Ausschnitt an, damit man einen Eindruck bekommt, wie so ein Film aussieht. Der Film heißt Tape 13, Tape 13 oder Tape 13? Tape 13, wie du willst. Tape 13. Machst du dich gerade lustig oder nicht? Jetzt habe ich aber Angst, wollte ich sagen. Ja? Soll ich dich trösten? Nee, habt ihr in der Eifel gedreht? Ja, genau. Ja. Wirklich in der Eifel gedreht? Ja. Warum? Weil das einem Horrorfilm so nahe liegt, dass man in die Eifel geht? Nee, das hat sich wirklich tatsächlich so ergeben, weil wir ein verdammt cooles Motiv gefunden haben in der Eifel. Und dann haben wir gesagt, komm, drehen wir da. Und das ist, das habt ihr mit Handys gedreht alles, oder? Nein. Nein? Nein. Also mit einer anständigen Kamera. Mit einer anständigen Kamera. Genau. Das ist ja so ein bisschen, wie sagt man, ist das so, wie nennt sich das, B-Movie? Oder ist das ganz falsch? Bin ich da völlig falsch? Ja, bist du völlig falsch. Ach so. Ja. Gibt ja auch so B-Splatter-Movies und da gehört das nicht rein in das Genre? Nee, also Splatter-Movies ist auf keinen Fall. Kunst? Ist es Kunst auch? Ah, es ist Kunst. Nee, wir geben halt wirklich vor, gefundenes Material zu zeigen. Also jetzt verstehe ich das. Found Footage, gefundenes Material. Ah, jetzt verstehe ich das. Ich habe Frauen-Footage verstanden. Frauen-Footage. Ja. Wie du willst. Wir könnten es auch Frauen-Footage nennen. Ja. Nee, Found Footage. So nennt sich das Genre, Found Footage. Genau. Das habe ich eben nicht verstanden. Dann frag doch noch mal nach. Ja, aber wenn ich wollte nicht so tun, als wüsste ich nicht, was Frauen-Footage ist. Okay. Stehst du? Ihr habt alle Englisch gesprochen. Hat das einen Hintergrund?
Ja, wir haben das quasi für den internationalen Markt direkt. Ach so, direkt für international direkt. Ja, wirklich, weil, wie gesagt, ist ein Horrorfilm und wir haben uns gedacht, komm, wenn das in Deutschland keiner haben will, dann drehen wir es halt für den internationalen Markt. Gibt's doch so Szenen mit Blut und so? Wird da jemand umgebracht und so? Ob jemand umgebracht wird? Ja. Es wird verdammt viel passieren, ja. Wie viele Leute werden umgebracht? Das darf ich jetzt nicht sagen, weil die Leute sollen sich den Film angucken. Ah, vielleicht 13? Man weiß es nicht. Hat das was damit zu tun? Leider nein. Oder weil es eine Pechzahl ist? Die Grundgeschichte ist halt sie, ein ausländisches Pärchen will halt eine Europatour machen und die starten in Deutschland, da haben wir eine Autopanne und werden von Jugendlichen aufgegammelt, die halt ja, das Wochenende mit denen auf der Hütte verbringen sollen. Und deswegen sprechen die, die die Kamera führen, Englisch und die Deutschen, die treffen, sprechen Deutsch, aber wenn die in Englischen anwesend sind, dann sprechen die Englisch. Ist doch so, wenn jemand aus dem Ausland kommt, dann spricht man doch automatisch Englisch. Die hat doch jetzt gerade Deutsch gesprochen, hast du gehört? Doch. Siehste. Ah, ja, ja, ja. Das ist die Grund, der Grundplot. Ah, verstehe, okay. Frauen-Footage. Und du warst Regisseur, das heißt, genau. du hast die Kamera geführt? Oder die hast Kamera nicht, das macht der Kameramann. Der Kameramann gesagt, es gibt aber auch Regisseure, die Kamera selber führen können. Ich zum Beispiel. Ja. Nee, ich habe wirklich nur Regie gemacht, weil ich seit Jahren schon vorhatte, irgendwie Regie zu führen. Ja. Und hiermit hat man mir die Chance gegeben. Das ist jetzt, kannst du verraten, wie viel Budget in den Film geflossen ist? Könnte ich ja, aber wir haben das Ding ja natürlich noch nicht verkauft. Und okay. Bevor ich jetzt irgendeinen Unsinn hier erzähle, aber es kommt. Ach so, wenn jemand dann von einem großen Verleiher kommt und sagt, wir geben dir 1 Million und rauskriegt, ihr habt aber nur 5.000 investiert, dann sagt er. Dann haben wir ein gutes Geschäft gemacht. Dann habt ihr ein gutes Geschäft gemacht. Nee, kann ich leider nicht drüber reden. Ich würde mich auch nicht festnageln lassen. Von 13 vielleicht. Euro, 13 Euro. Ja, 13 Euro. Ein bisschen mehr. Ja. Und es war ein bisschen günstiger als manch anderer Film. Das so viel kann ich hast du auch selber produziert? Also das hast mitproduziert, also ich habe ein bisschen Geld reingesteckt, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich habe ein fantastisches Team gehabt und ein Großteil der Leute hat auf Gage verzichtet und auf Rückstellung gearbeitet. Und sonst wäre das auch gar nicht, du würdest niemals auf Geld verzichten. Natürlich nicht. Ich? Und du spielst gar nicht mit, auch keine Nebenrolle? Dass du einfach mal kurz vor die Kamera kommst und sagst so, Folter, Folter. Ey, Folter, Folter, die Folter. Nicht ein einziges Mal? Das wäre lustig. Findest du? Ja. Was ist so hier? Folter, Folter. Ey, Folter, die Folter. Gut. Das ist nicht gut. Wäre doch lustig. Ja, wäre lustig. Ja, wir wollten aber nichts Lustiges machen, wir wollten einen Horrorfilm machen. Ach so. Das wäre doch mal ein lustiges. Das wäre doch mal was Lustiges. Ja, ja. Mit Mützenfootage ein bisschen was. Ja, ja. Ab wann kann man den sehen? Wissen wir noch nicht, wenn er verkauft ist. Also jetzt erstmal auf der Berlinale. Oder man ist auf der Berlinale und genau, morgen Weltpremiere und Freitag die Wille Honung. Und dann vielleicht, wir hoffen im März diesen Jahres. Ich wünsche dir viel Glück. Im März? Nee, im Herbst. Warte, jetzt Frauenfootage oder Herz, Herbst und alle das Gleiche. Ja, ich finde das toll, dass du wirklich so engagierte... Ich finde dich ganz toll, muss ich sagen. Ja, ich finde auch, du bist ein super Typ, echt. Ja. Axel Stein, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass du hier warst.